kommen zu dem Statement Claudia Roth für Jeff. Bitte mir bitte Claudia Roth. Ja, auch von meiner Seite, von unserer Seite einen schönen Tag. Der Rücktritt von Christian Wulff war längst überfällig. Die Affäre Wulff hat das höchste Amt, das Autorität braucht, das Würde braucht, das Respekt braucht, hat dieses Amt massiv beschädigt und die Affäre Wulff hat das Land belastet. Auch im Rücktritt zeigt sich Christian Wulff wenig einsichtig, er zeigt sich wenig selbstkritisch, wenn er zwar Fehler konstatiert, ansonsten aber auf seiner Aufrichtigkeit in der ganzen Zeit beharrt. Für uns, für mich nicht nachvollziehbar ist seine Medienkritik. Die Medien haben in dieser Zeit das getan, was zu einer Demokratie gehört. Sie haben für Transparenz, für Aufklärung und für demokratische Kontrolle gesorgt. Der Rücktritt des Bundespräsidenten war der einzig noch mögliche Schritt. Bündnis 90 Die Grünen haben einen Brief an die Bundeskanzlerin unmittelbar nach seiner Rücktrittsankündigung geschrieben, wo wir vorgeschlagen haben, dass man sich so schnell wie möglich zusammensetzt, um gemeinsam einen parteiübergreifenden Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Ich begrüße es, dass die Bundeskanzlerin offensichtlich einen Lernprozess durchgemacht hat und nicht wie beim letzten Mal einen Kandidaten ausgesucht hat, der primär dem parteipolitischen Interesse bzw. dem Koalitionsinteresse gedient hat. Wir wollen, dass diese Gespräche so schnell wie möglich stattfinden. Bündnis 90 Die Grünen ist bereit zu diesen Gesprächen und steht dazu zur Verfügung. Das Ziel muss es sein, jetzt einen Bundespräsidenten, eine Bundespräsidentin zu finden, die breit getragen werden von den im Bundestag vertretenen Parteien und Fraktionen, aber auch breit in der Gesellschaft Verankerung finden, damit wir aus dieser Krise so schnell wie möglich rausgehen und nach vorne blicken können. Wir machen jetzt keine Castingshow. Wir machen jetzt nicht, wer Deutschland sucht den Bundespräsidenten, sondern wir haben Frau Merkel im Brief aufgefordert, einen zu einem Treffen einzuladen. Und in dem Kreis der Partei- und Fraktionsvorsitzenden werden wir dann beraten, wer diese Persönlichkeit sein kann, die dem Amt wieder Würde verleiht, die Bindewirkung hat, die sozusagen das leisten kann, was Herr Wulff nicht mehr leisten konnte, nämlich dieses Land nach innen und nach außen demokratisch zu vertreten. Wenn wir jetzt Personenvorschläge machen würden, würden wir ja gerade das ad absurdum führen, was wir gerade gesagt haben. Wir würden es so machen, wie es beim letzten Mal war, als die Bundeskanzlerin aus Parteiräson einen Vorschlag gemacht hat. Wir wollen das ernsthaft versuchen, mit der Koalition gemeinsam einen Personalvorschlag zu finden, der breit verankert ist oder die breit verankert ist. Ich halte es für möglich. Es setzt aber guten Willen bei allen Beteiligten voraus. Dann geht es meines Erachtens auch. Ich rate jetzt dringend ab, Vorschläge, das gilt auch für andere Parteien und für Fraktionen, jetzt in die Öffentlichkeit zu lancieren. Das ist dem Prozess nicht hilfreich und ist auch der Ernsthaftigkeit der Situation nicht angemessen. Sie haben gesagt, der Rücktritt war längst überfällig. Trotzdem hat sich die Opposition sehr lange sehr schwer getan mit Rücktrittsforderungen an Christian Wulff. Lag das auch daran, dass man Angst hatte, als Teil einer möglichen Kampagne gesehen zu werden? Nein, das liegt an den realen Verhältnissen. Und die realen Verhältnisse sind so, dass der Bundespräsident zurücktreten muss. Und es wäre Wohlfall gewesen, Rücktrittsforderungen zu erheben. Wir haben gesagt, nachdem die Staatsanwaltschaft ersucht hat, die Immunität aufzuheben, dass sofort dafür gesorgt werden muss im Bundestag, dass die Immunität aufgehoben werden kann und dass in dieser Zeit ein Bundespräsident aber sein Amt ruhen lassen muss. Aber zu schreien, Rücktritt, Rücktritt, und er kann es aber nur für sich selber erklären, das wäre Wohlfall gewesen. Deswegen ist der Rücktritt überfällig, musste aber von ihm ausgehen. Eine Kandidatin oder ein Kandidat für den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin muss diesem Amt das wieder zurückgeben, was in den letzten Wochen und Monaten verloren gegangen ist. Glaubwürdigkeit, Wahrheitstreue, Respekt und moralische Autorität. Das ist das Allerwichtigste. Wir sagen nicht, es muss jetzt jemand sein, der nichts mit Parteien zu tun hat. Nein, sondern es geht um eine Persönlichkeit, die Anerkennung findet und Zustimmung, nicht zuletzt in der Bevölkerung.
Bevölkerung. Denn das besonders Schlimme an diesem Werteverlust war ja, dass man immer häufiger sich gefragt hat, braucht es überhaupt einen Bundespräsidenten in Deutschland? Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir dieses Amt brauchen, weil es eine Bindewirkung in die Gesellschaft hinein erfüllen kann und erfüllen muss und weil es eine moralische Autorität ist, die über der Parteipolitik steht. Um das vielleicht auch nochmal klar zu sagen, wir haben es hier nicht mit einer Krise der Parteien oder der Politik als solche zu tun, sondern hier gibt es offensichtlich Fehler, die zur Last gelegt werden einem amtierenden Bundespräsidenten. Und das trifft in erster Linie diejenigen, die ihn vorgeschlagen haben und die ihn auf diese Art und Weise vorgeschlagen haben. Und die ausgestreckte Hand, die es gab, damals auch von der Opposition, sich parteiübergreifend zu verständigen, nicht in Anspruch genommen haben. Ich begrüße das, dass man jetzt offensichtlich die Bereitschaft hat, daraus zu lernen. Wir werden sie aber auch an den konkreten Taten messen. Das heißt, ich rate nochmal dringend dazu, dass man jetzt so schnell wie möglich das Gespräch sucht, nicht vorab sich schon auf Namen verständigt, sondern gemeinsam mit den Parteien und Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien schaut, dass man sich auf Namen verständigt. Ich halte es für möglich, guten Willen vorausgesetzt. Ja, wir müssen damit Dankeschön. Adele. Ich habe den Staatstag nicht von dem Stellvertreter des Bundespräsidenten erhalten, der soll vom Ministerpräsident Seehofer und auch nicht vom Bundestagspräsidenten, sondern von der Bundeskanzlerin. Ich glaube, das wäre jetzt unangemessen, da jetzt einen Streit loszutreten, wer das am besten macht. Wichtig ist, der Staatsakt als solcher, wichtig ist, dass er in Würde geschieht, wichtig ist, dass die Opfer im Mittelpunkt stehen, die Angehörigen der Opfer. Das haben wir von Anfang an gesagt, dieser Staatsakt eignet sich nicht dazu, dass man ihn parteipolitisch instrumentalisiert. Ich würde auch da dringend allen abraten, das zu machen. Der Bundespräsident hat das so jetzt gesagt, dass die Bundeskanzlerin das machen soll. Und sie wird es sicherlich in der geeigneten Form und Weise machen. Entscheidend ist, dass in dem Fall es nicht darum geht, dass sie die Bundeskanzlerin ist mit einem bestimmten Parteibuch, sondern sie ist die Kanzlerin der Republik. Und insofern, die gesamte Republik verneigt sich vor den Angehörigen der Opfer, bittet um Vergebung, um Entschuldigung dafür, dass man sie alleine gelassen hat, dafür, dass man sie fälschlicherweise verdächtigt hat, dafür, dass man sie einer ungeheuerlichen Situation ausgesetzt hat. Und das ist das Signal dieser Republik, ihr gehört zu uns, ihr seid Teil dieses Landes und wir wollen mit euch gemeinsam dieses sich verändernde Deutschland aufbauen. Wer da spricht, das lohnt nicht den Streit, sondern entscheidend sind die Worte, die da getroffen werden. Dankeschön. Danke.